Und hier ist die Clara. Clara ist 18 Jahre. Guten Morgen, Clara. Hallo. Hallo, Clara. Ja. Was ist es bei dir, über das du noch nie gesprochen hast? Mir ist es etwas, wofür ich mich sehr schäme. Ist auch eine Überwindung für mich, darüber zu sprechen. Ich habe eine pädophile Neigung. Mhm. Diese Neigung lebe ich nicht aus, aber ich habe sie. Eine pädophile Neigung? Du bist eine junge Frau von 18 Jahren. Wohin zielt diese pädophile Neigung? Zu Jungs oder zu Mädchen? Einfach zu Kindern. Egal welchen Geschlechts? Egal welchen Geschlechts. Wie alt sollten die Kinder sein nach deiner Vorstellung? Meistens ist es, also ich lebe das halt in der Fantasie aus. Meistens sind das so Kinder zwischen 8 und 10 und manchmal auch noch ein paar jüngere, aber dann fühle ich mich immer noch schlechter. Du hast aber noch... Hast du schon mal einen Kontakt zu einem Kind, einen sexuellen Kontakt zu einem Kind gehabt? Nein, sexuellen Kontakt habe ich niemals zu einem Kind gehabt und das werde ich auch niemals tun. Dafür bin ich, ich habe eine kleine Schwester, die ist 6 Jahre alt und das ist für mich, also das in der Realität zu tun, ist für mich so unmoralisch, dass ich das niemals tun könnte. Seit wann hast du diese Vorstellungen und Fantasien? Seit ich in die Pubertät gekommen bin, so mit 13, als ich angefangen habe, als man so anfängt, seinen Körper zu erkunden, habe ich auch angefangen, das zu entdecken, dass mich das irgendwie besonders erregt. Was passiert da in der Fantasie? Was machst du in der Fantasie mit den Kindern? Also meistens werde ich in dieser Fantasie erstmal selber vergewaltigt und von dem Vergewaltiger dann gezwungen, Kinder zu vergewaltigen. Oder dabei zuzusehen, oder... Du wirst zuerst selbst vergewaltigt in der Fantasie. Und diese Fantasie erregt dich. Ja. Und dann zwingt der Vergewaltiger dich, dich an Kindern zu vergehen. Oder ihm dabei zuzusehen. Mhm. Hast du selbst dergleichen mal erlebt früher? Ja. Ich wurde... Also das erste Mal, als ich sexuell missbraucht wurde, da war ich 6 Jahre alt, da wurde ich von einem Mädchen sexuell missbraucht, von einem 16-jährigen körperbehinderten Mädchen. Von einem Mädchen? Ja. Was hat das Mädchen mit dir gemacht damals? Es war so, dass ich war als Kind immer nur mit älteren Leuten befreundet. Ich weiß auch nicht, warum das so war. Ich konnte mit Gleichaltrigen nie was anfangen. Ich hatte immer so Freunde, die schon so 12, 13, 14 waren. Und mit diesem Mädchen war ich auch befreundet und irgendwann wollte das dann halt, dass ich mal so ihre Brüste anfasse und mal so ihre Muschi anfasse und ja, dass ich da meine Fingerchen reinstecke und ja. Ist das über einen längeren Zeitraum passiert? Ja, ich kann es jetzt, es ist eine verschwommene Erinnerung, ich kann es dir nicht zu 100% sagen, wie lange das war. Muss also auf jeden Fall über Monate gegangen sein, vielleicht war es ein Jahr, aber ja, so ein Jahr könnte es ungefähr gewesen sein. Es fing an, da warst du genau wie alt, du hast es gerade schon gesagt, wie? 6 Jahre alt. Mhm. Da bin ich gerade in die Schule eingeschult worden. Mhm. Ist danach noch irgendetwas passiert? Ich wurde mit 14 auf dem Alexanderplatz vergewaltigt. In Berlin? In Berlin, ja. Und ich wurde dann, als ich 16 war, habe ich eine Beziehung zu einem jungen Mann gehabt, der mich anal vergewaltigt hat während der Beziehung. Sind diese Vergewaltigungen angezeigt worden von dir? Nein. Warum nicht? Also die Sache, als ich noch sehr klein war, das habe ich meiner Mutter damals offenbart, aber es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns alle. Wir haben damals meine Eltern waren mitten in der Scheidung und das war furchtbar. Und die Sache, als du 14 warst? Habe ich. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin nach Hause gegangen. Ich war angetrunken an dem Abend, betrunken eigentlich. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe mich stundenlang geduscht, ich habe mit niemandem drüber geredet. Es gibt nur einen einzigen Menschen, der das heute weiß. Das ist meine beste Freundin. Ich habe mit niemandem sonst drüber geredet. Dass du diese Fantasien mit Kindern hast, weiß aber keiner. Das weiß keiner, nein. Wie findest du das für dich, dass das überhaupt so in dir als Fantasie existiert? Ich finde das abartig. Also einerseits verstehe ich das,
weil es wahrscheinlich durch diese Missbrauchserfahrungen kam. Mhm. Das ist ja, also ich kenne das von anonymen Geschichten, die ich im Internet gelesen habe, dass gerade Leute, die missbraucht wurden, oft einen derartigen Fetisch entwickeln. Mhm. Das ist so eine Erklärung, aber erleichtert die Erklärung einen ja nun auch nicht wirklich. Also es erleichtert mich, dass ich weiß, dass ich das niemals ausführen werde. Mhm. Aber es ekelt mich natürlich trotzdem irgendwie an, dass mich das erregt. Nun sind das die Fantasien und das sind die Erregungen, die auch bei den Fantasien passieren. Schaust du dir denn Bilder von nackten Kindern an? Habe ich einmal gemacht, als ich das bemerkt habe. Allerdings fand ich weiß nicht, danach habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich, Wie bist du an diese Bilder gekommen? Klingt ganz doof, das sind einfach so eine alten Familienfotos gewesen, wo man mit irgendwelchen nackten Kindern am Strand gespielt hat. Das war keine Kinderpornografie Netz. Nein. Hast du, wie gesagt, du bist 18 Jahre alt, hast du in den letzten Jahren auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Beziehung geführt? Also, ich habe erst letztens, also sehr kurz eine normale Beziehung gehabt, die ging nicht besonders lang. Mit einem Mann, ja, und ansonsten, also das passt eher zum Thema ungewöhnliche Liebe. Ich habe eine heimliche Beziehung mit meiner besten Freundin und wir suchen uns immer mal so Typen, mit denen wir dann eine Affäre haben. Das ist dann so halt der normalere Sex, den ich habe. Hast du Spaß bei diesem Sex? Ich komme nicht zum Orgasmus, aber ich habe Spaß. Ja, das ist schön, weil ich meine beste Freundin sehr gern habe. Clara, die Ursachen und so, die Zusammenhänge sind dir ja, wie wir gerade gehört haben, selbst durchaus klar, dass du diese perversen Fantasien hast, weil man dir selbst Leid zugefügt hat. Und einige Male hat man dir Leid zugefügt. Insofern muss man sich da jetzt auch in diesem Fall gar nicht schämen, weil das alles zusammenhängt. Aber es ist trotzdem einfach diese Vorstellung, dass manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mir vorstelle, ja, das ist ein Mädchen und das ist 6 Jahre alt und dann denke ich, oh Gott, nein, dann denke ich, die ist so klein wie deine Schwester und dann denke ich, oh Gott, nein, sowas kannst du dir nicht vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, dass ein Mädchen, was so alt wie deine Schwester ist. Absolut. Ich will auch nicht damit sagen, naja, ist nicht so schlimm, hab die Fantasien, mach weiter so. Das meine ich damit überhaupt nicht. Ich finde, du hast jetzt einen ersten Schritt gemacht und hast dich hier bei mir geäußert und geoutet dazu. Das ist ja schon ein großer Schritt und auch sehr mutig. Da habe ich auch Respekt vor, dass du das tust. Ich rate dir dringend, damit du mit dir ins Reine kommst und damit du diesen ganzen Dreck aus dem Kopf herauskriegst, dass du dich an einen Therapeuten oder einen Arzt wendest, an einen Sexualtherapeuten oder einen entsprechenden ausgebildeten Psychiater für eine Therapie. Du kannst nur gewinnen dadurch. Du kannst es ja jederzeit abbrechen, wenn du denkst, das ist es nicht oder ich finde die Person doof oder ich komme damit nicht zurecht. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, danke. Dafür, das werde ich mir. Wieso bist du selbst noch nicht auf die Idee gekommen? Es ist so, dass ich auch noch dazu, also ich bin auch depressiv, ich habe eine depressive Erkrankung, weshalb ich schon in zahlreichen Therapien war und mit all meinen Therapeuten sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und mich auch Therapeuten nicht mehr so. Ich möchte es gerne versuchen und ich fange auch immer wieder neue Therapien wegen der Depression an, aber. Clara, die Depression hängt mit Sicherheit mit diesen ganzen Geschichten zusammen. Es wird alles ein Wollknäuel ist das. Und ich glaube dir sehr gerne, dass du schlechte Erfahrungen mit Therapeuten gemacht hast. Ich kenne auch sehr viele schreckliche Therapeuten. Da würde ich auch laufen gehen, wenn ich bei denen säße. Aber es ist so wie bei allen Berufen. Man muss dann suchen und irgendwann trifft man einen tollen Typ und dann hat man Glück und mit der Person kann man sich austauschen. Also ich appelliere nochmal an dich, weil es wirklich dein Leben ist. Und ich glaube nicht, dass du aus diesem Desaster alleine rauskommst. Da brauchst du schon eine fachkundige Hand an der Seite. Ich möchte dir gerne nur so für Infos und Adressen und so
jetzt gleich meinen Psychologen nochmal geben. Du brauchst keine Sorge haben, dass der jetzt da groß in dich reinfragt. Und dann kannst du ja entscheiden, welche Schritte du einnimmst demnächst. Ja, sehr gerne. Würde ich sehr gerne annehmen, das Angebot. Super, klar. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Henning, so heißt mir ein Psychologen heute Nacht, der ruft dich gleich an und alles Weitere im Hintergrund. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ich freue mich, dass ich das mal aussprechen konnte. Ja, das freut mich wiederum, dass es dir gut getan hat. Ich drücke dir die Daumen. Tschüss. Okay, danke schön. Dankeschön, tschüss.